Hi Leute, ich lebe inzwischen seit fast 6 Jahren in den Niederlanden und ich wollte in diesem Video mal darauf eingehen, warum ich es mir inzwischen nicht mehr vorstellen kann, zurück nach Deutschland zu ziehen. Und die Gründe, die ich jetzt nennen werde, sind auch irgendwie ganz persönlich. Das kann für Leute, die auch ausgewandert sind, die können ganz andere Gründe haben, warum sie nicht mehr zurück nach Deutschland wollen. Und es gibt ja auch zahlreiche Niederländer, die keinen Bock mehr auf die Niederlande haben und nach Deutschland auswandern oder in andere Länder auswandern. Also nur das vorneweg. Ich glaube, ein erster großer Punkt ist, und das fällt mir jedes Mal wieder auf, wenn ich in Deutschland bin, ganz besonders im Ruhrgebiet, aber auch irgendwie in Berlin oder eigentlich überall, ist, wie viel besser die Infrastruktur in den Niederlanden ist. Also ganz konkret die Verkehrsinfrastruktur. Ich glaube, jeder, der irgendwann mal von der A3 aus Richtung Niederlande gefahren ist, das wird dann ja zur A12 hinter der Grenze, wird das gesehen haben, dass die A3 einfach nur voll mit Schlaglöchern und Baustellen ist. Und dann auf der A12 ist es auf einmal alles picobello, perfekter Asphalt, perfekte Fahrbahnmarkierungen. Alles super ausgeschildert. Irgendwie jedes Mal, wenn ich nach Deutschland reinfahre oder auch irgendwie so in Oberhausen ankomme am Oberhausener Hauptbahnhof, denke ich mir immer so, oh mein Gott, es sieht in Deutschland alles einfach so heruntergekommen aus im Vergleich zu den Niederlanden. Also Bahnhöfe, Straßen, Gebäude zum Teil auch. Und das finde ich sehr schade, weil man da einfach den Investitionsstau in Deutschland sieht. Ein anderer Punkt ist natürlich die Fahrradinfrastruktur. Also da sind die Niederlande wirklich Weltmeister. Man kann eigentlich jeden Punkt des Landes nur mit dem Fahrrad erreichen. Selbst in unserer Kleinstadt, die irgendwie nur 50.000 Einwohner hat, gibt es einen normalen Kreisverkehr für Autos und darunter gibt es einen Kreisverkehr für Fahrräder. Es gibt unfassbar große Fahrradparkhäuser. Es ist einfach, ja, es wird immer weiter ausgebaut. Inzwischen, wenn ich wieder in Deutschland bin und ich mir manchmal also angucke, wo ich mit dem Rad gefahren bin, frage ich mich halt schon, wie ich da nicht überfahren worden bin. Denn irgendwie in Deutschland, selbst in den Städten, die halt so als total fahrradfreundlich gepriesen werden, also die Infrastruktur ist im Vergleich zu den Niederlanden einfach wirklich ein Witz. Und jeder, der irgendwie gerne passioniert Rad fährt, ja, wird das, glaube ich, bestätigen können, dass es in den Niederlanden einfach sehr viel einfacher ist. Und dadurch legt man auch mehr Strecken mit dem Fahrrad zurück und greift weniger aufs Auto zurück. Was mir auch schon bewusst war, bevor ich ausgewandert bin, ist, wie viel weiter die Niederlande sind, was Digitalisierung angeht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Deutschland da immer weiter ins Hintertreffen gerät. Also, was ich alles digital regeln kann in den Niederlanden, ist halt krass. Ich musste, glaube ich, noch nie ein Papierformular für irgendwas ausfüllen. Ich glaube, das einzige Mal, als ich irgendwie Dokumente irgendwie in Papierform einreichen musste, das war, als wir geheiratet haben und wir Dokumente von meinem Mann aus China gebraucht haben. Aber ansonsten, alles ist digital. Ich logge mich, es gibt eine einheitliche App, die heißt DigiDay. Damit kann man sich eigentlich bei allem, was der Regierung angehört, also beim Finanzamt und sowas, auch bei der Krankenkasse und sowas, man kann sich überall mit der einheitlichen App einloggen und es funktioniert einfach. Man kann überall mit Karte zahlen und ja, also diese digitale Verwaltung, die ist in den Niederlanden einfach Fakt. Also ich mache digital einen Termin bei meinem Hausarzt. Wenn er mir irgendwas verschreibt, wird das Rezept digital zur Apotheke verschickt. Wenn ich eine Überweisung zum Spezialisten brauche, wird das automatisch digital an den Spezialisten weitergeleitet. Also das ist so krass, wie viel man einfach digital regeln kann. Und wenn ich mir dann angucke, dass meine Steuererklärung literally 5 Minuten gedauert hat, weil alle Informationen vom Finanzamt schon vorausgefüllt sind und du eigentlich nur überprüfen musst, ob das alles stimmt. Und ich mir dann die Steuererklärung meiner Mama angucke, die fast eine Stunde dauert, wo man am besten noch eine extra Software braucht, weil die Formulare so kompliziert sind. Und dann kann man es auch nicht digital verschicken, weil man entweder keinen Elster-Zugang hat oder den falschen Elster-Zugang hat. Und dann muss man diesen ganzen Kladderadatsch halt trotzdem irgendwie ausdrucken und dann ja beim Finanzamt irgendwie in den Briefkasten legen oder hinschicken. Da denke ich mir manchmal nur so, oh, das ist schon, also es sind schon zwei völlig unterschiedliche Welten. Ich mag die niederländische Kultur sehr, ich mag, wie man miteinander umgeht. In Deutschland habe ich das Gefühl, dass es immer sehr, sehr hierarchisch ist und dass meine Mama seit irgendwie 20 Jahren mit Leuten zusammenarbeitet und die halt ihre Chefin oder die Chefin von der Chefin halt immer noch siezt oder so. Das finde ich inzwischen einfach ultra weird. Ich werde ab September bei einer niederländischen Behörde anfangen zu arbeiten und bin dann also quasi auch Beamter da und ich habe selbst in meinen Vorstellungsgesprächen, haben wir uns alle geduzt.
Meine Professoren an der Uni duze ich alle und irgendwie sind die Hierarchien da doch nochmal ganz viel flacher als in Deutschland. Und man hat eher so eine Mentalität von wegen so, ja, okay, das funktioniert jetzt nicht, aber gucken wir mal, wie wir das machen können, dass das doch noch ermöglicht wird. Und in Deutschland habe ich dann das Gefühl, wenn man irgendwie was Innovatives machen will, dann kommt direkt so, nein, nein, das geht nicht, wegen der Regel, wegen der Regel, wegen der Regel, wegen der Regel. Und hier kann man so Sachen irgendwie schneller auf den Weg bringen und schneller, schneller was Innovatives schaffen. Ich glaube, deshalb werden die Niederlande es wahrscheinlich schaffen, klimaneutral zu werden. Und damals hat man ja, als man gemerkt hat, so ja, nee, Stickstoffausstoß ist zu hoch, CO2-Ausstoß ist zu hoch, Lärmbelastung ist zu hoch, hat man ja das Tempo auf den Autobahnen von 130 auf 100 runtergesetzt, während das in Deutschland ja immer noch von der CDU, CSU und der FDP komplett blockiert wird. Und in den Niederlanden macht man das dann halt einfach. Ja, da finde ich Deutschland einfach immer so starr und ich habe inzwischen wenig Hoffnung, dass auch nur irgendwelche von diesen Klimaversprechen von der Ampel durchgesetzt werden. Also nee, nicht wirklich. Ich habe ja gerade schon meinen Mann erwähnt. Ich finde es als schwules Paar in den Niederlanden sehr viel angenehmer. Also nicht nur, weil die Niederlande ja das erste Land waren, was ja die Ehegleichstellung beschlossen hat, damals im Jahr 2001, sondern auch, weil es einfach ein toleranteres Land ist. Das sollte man jetzt nicht unbedingt mit Akzeptanz verwechseln. Das heißt halt nicht, dass wenn du, weiß ich nicht, trans bist, dass du überall akzeptiert wirst. Du wirst halt toleriert. Aber das ist für mich halt irgendwie schon gut genug. Also mich interessiert es halt nicht, was die Leute hinter meinem Rücken über mich reden, aber dass man zumindest nicht das Gefühl bekommt, dass man auf der Straße, dass es irgendwie unsicher ist, über die Straße zu laufen, wenn man Hand in Hand läuft. Dass, ja, in vielen Ecken Deutschlands habe ich halt dieses Gefühl, dass das halt echt nicht geht. Ich habe immer mehr so ein Unsicherheitsgefühl und das habe ich in den Niederlanden halt nie, außer wenn ich in ganz bestimmten so komischen Ecken von Utrecht unterwegs bin, aber da bin ich halt auch nie. Ja, ich weiß nicht, subjektiv fühle ich mich sicherer und ja, einfach das, sicherer. Vielleicht ein komischer Punkt, aber die Niederlande sind ja Deutschland geografisch sehr nah. Also wir leben in der Nähe von Utrecht, wir leben in Houten, das ist südlich von Utrecht. Und von uns aus ist es zu meiner Mama 1,5 Stunden mit dem Auto, also wir haben kein Auto, noch nicht. Wir wollen uns eins kaufen wegen der Deutschen Bahn, weil dieser ICE zwischen den Niederlanden und Deutschland geht halt gar nicht, er fällt ständig aus oder sind Bauarbeiten. Letztens habe ich anstatt von 1,5 Stunden 4,5 Stunden für 150 Kilometer gebraucht und das kann ich mir auf Dauer halt auch nicht antun. Es ist mega teuer geworden, aber ich schweife ab. Die Niederlande sind Deutschland geografisch sehr nahe, das heißt, ich habe halt nicht so wirklich das Gefühl, dass ich oft Heimweh bekomme, sondern dann fahren wir einfach mal eben rüber, können dann noch einen tollen, günstigen DM und Edeka-Einkauf machen. Das ist mir aufgefallen, dass jetzt, wo wir in den Niederlanden wohnen, finde ich Edeka günstig. Als ich in Deutschland gewohnt habe, fand ich es halt den krass teuren Supermarkt, aber inzwischen finde ich Edeka günstig, weil es günstiger ist als Albert Heijn. Das heißt, man hat auch in Deutschland eine höhere Kaufkraft. Ja, also diese Nähe zu Deutschland ist für uns sehr vom Vorteil, weil wir unsere Freunde, die wir dort haben, unsere Familie halt trotzdem noch sehen können. Und deshalb habe ich jetzt auch nicht unbedingt den Grund, wieder nach Deutschland zu ziehen, um ja, Familie und Freunde zu sehen. Aber auch wenn die Niederlande ein kleines Land sind und es jetzt eben halt immer wieder gesagt wird, es gibt keine richtige Natur, was halt irgendwie stimmt, aber irgendwie auch nicht, weil es gibt schon Natur, ist es trotzdem ein sehr vielseitiges Land. Also Rotterdam ist nicht Den Haag ist nicht Amsterdam. Man kann, es gibt Hügel, es gibt Wälder, es gibt Meer, es gibt wunderschöne Strände. Man kann in dem Land so viel, einfach so viel entdecken und so viel machen, dass ich halt trotzdem das Gefühl habe, dass einem nicht so wirklich langweilig wird. Und wenn man dann echte Natur sehen möchte, fährt man halt nach Belgien oder nach Deutschland. Das ist super machbar von den Entfernungen her. Ja, ich glaube, das sind so meine Gründe, warum ich inzwischen eigentlich nicht mehr nach Deutschland ziehen wollen würde. Könnt ihr diese Gründe nachvollziehen, wenn ihr in Deutschland lebt? Ich frage mich das halt immer, also meine Mama, die sieht das auch so, weil die ja oft auch bei uns ist, aber sie ist da halt so ein bisschen gebiased natürlich, weil sie das alles von mir mitbekommt. Lasst es mich in den Kommentaren wissen und dann sehen wir uns in einem nächsten Video.